Wiederum hat der Herr Pfarrer Weber zum diesjährigen Altersausflug eingeladen. Die Fahrt hat geführt von Zofingen nach Aarburg, Bonningen, Kappel, Hegendorf, Langenbruck, Waldenburg, Oberdorf, Reigoldswil, Siefen, Bad Bubendorf, Höllstein, Siegte, Böckte, Läufelfingen und ins Endziel nach dem Bad Ramsach. Der Fritzi und Susi wären auch gerne mitgekommen. Ganz speziell möchten wir unserem Herrn Pfarrer Weber danken. Es braucht eine grosse organisatorische Vorarbeit, um einen solchen Altersausflug zu organisieren. Langsam hat man sich in Gruppen angesammelt auf dem Tourplatz. Und da und dort hat noch der rote Zettel müssen an die Scheibe geklebt werden. Wenn es am Montag und am Dienstag vor einem geregnet hat, so ist doch ganz sicher am Mittwoch schön gewesen. Da und dort hat man etwa die Reiseroute noch besprochen miteinander. Es hat eine stattliche Anzahl Auto auf dem Tourplatz. Die Schwester Mili und Fräulein Töckerwin, Gemeindehelferin, die sind eifrig dabei gewesen. Es war eine lange Autokolonne gewesen. Und schon bald ist man zu Böckte angekommen. Gleich darauf aber sind schon die Ersten im Bad Ramsach gewesen. Wie beim Militär haben die Automobilisten ihre Auto ausgerichtet. Basuland hat sich von der schönsten Seite gezeigt. Es war ein herrlicher Herbsttag.
Die einen haben die sommerliche Wärme noch etwas genossen, die anderen haben sich ins All begeben. Es ist einfach schön, hat man allen Orten gehört sagen. Und da kommen noch die letzten Autos angefahren. Man hat es ja gemütlich genommen. Viele haben für diesen Tag die schönste Krawatte oder den schönsten Rock oder sogar den schönsten Hut vom Kasten rausgenommen. Ein guter Stern möge über ihnen leuchten. Wie könnte man auch nicht fröhlicher sein, so an einem Tag? Die Ansprache, die Herr Pfarrweber im Saal hatte, tun wir Ihnen jetzt original abspielen. Thank you.
Filmtrio von Zofingen danken, dass wir an diesem Ausflug teilnehmen durften. Und wir freuen uns wieder aufs nächste Jahr. Wir danken Ihnen fürs Zutrauen und wünschen euch noch recht schöne Heimkehr.